Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead und wir werden jetzt mal versuchen, endlich von diesem Laden wieder wegzukommen und da draußen uns einen Weg irgendwie frei zu bahnen, denn wir brauchen unbedingt die Schlüssel von Lees Bruder, der da draußen immer noch rumläuft. How we doing? Und deswegen, das wollen wir, deswegen laufen... Let's have a look around. Nee, laufen noch nicht, aber sehen uns dann nochmal um. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das jetzt mit unserem Werkzeug hinkriegen sollten, was vorher nämlich gar nicht ging. Den Ziegelstein, genau, das hatte ich vergessen. Ich soll an den Ziegelstein kommen. Doch, kommst du mit deinem neuen Superwerkzeug. Nur wie mache ich das? Wie benutze ich meine Dinge, die ich hier an der Seite habe? Du kommst daran. Du hast doch jetzt deinen Dingsbums. Those things like TV, or at least the sound of it. If they were louder, we might be able to clear the street. Ich komme nicht an den Ziegelstein dran. Das sehe ich anders. Do you think we're safe here? Well, I haven't been able to get through this gate so far. And the drugstore's safe enough, I think. Whoever owned it took good care of it. It's well stocked and it locks up well. Ja, das hat der Lee wohl von seiner Familie gelernt. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Ich kapiere das irgendwie nicht, dass er da jetzt nicht sein Werkzeug nimmt, wenn er das hat. Seine Axt. Er hat doch jetzt die Axt. Soll er die doch einfach nehmen? Ich check das nicht. A few seconds of searching it, we'll know if he has the keys. Ach so, das kann ich jetzt machen. Ich verstehe. Aber er macht voll den Lärm. Shit. Awesome. Aber now to distract those things. Carefully. I can't reach that brick. Oh, ja, dann mach den Scheiß auf. Und versuch's einfach mal. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, da laut krachmäßig ein Schloss abzuhauen. Das macht doch voll den Lärm in Wirklichkeit. Vor allem, wer schafft denn bitte so ein Schloss auch mit einer Axt einfach abzuhauen? Mit einem Schlag nur. Also ich müsste da schon ein paar Mal draufhauen, weil man trifft ja auch nicht direkt da drauf und immer eine andere Stelle und naja. Ich sag mal nix. Okay, wir haben das aber hingekriegt. Ja, und jetzt? Was jetzt? Da hinten ist er doch. Was mache ich jetzt? Poor kid. Wie sind die da drin denn so? What's everyone like in there? Oh, well, Carly's pretty nice, you know. Yeah. Lily doesn't take any crap. She's been running the show, keeping people on watch, things like that. And her dad. Yeah, that guy. He's kind of a dick. Pardon my French. Ja, okay, plaudern könnt ihr aber immer noch dann. Ja, wissen wir doch jetzt schon mal wohin. Yeah, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Was mache ich jetzt? Ach so, ich kann hier. Ah, Ja, gut, dann machen wir das mal. Schlagen wir mal das Fenster da hinten bei den Fernsehern ein. Mit dem Zielstein. Los, hopp! Ah, und jetzt laufen wieder alle hin. Okay. Am besten schneidet ihr euch auch noch alle schön am Glas. Ja, geht da alle hin und schneidet euch. Ja, und dann jetzt aber hopp. Be careful. Keep an eye out, will you? Oh oh. Oh oh.
Oh, scheiße. I don't know what happened to Mom and Dad, but I know if you were there, you would have died for them. So, yeah, I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Oh, der Arme. I'm sorry, man. I'm sorry I wasn't here. But knowing you to take care of them tomorrow, that helped. Oh, scheiße. Oh, schrecklich. Nein, 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 nein. Oh, oh, ich glaube, ich muss nochmal. Ja, komm schon. Eigentlich ja. Oh, er lebt immer wieder und ich kann nicht direkt einfach auf den Kopf hauen. Ach doch. Oh, ich dachte die ganze Zeit. Ich kann immer nur auf dem Hals, aber vielleicht konnte ich das auch nur, ich weiß es nicht. Ist es eklig? Hey, Kumpel. So, und jetzt muss ich die Schlüssel angucken, raussuchen. Ja, was soll man dazu sagen? Wer möchte schon seinen Bruder so töten, mehrere Male draufhacken? Ich hätte gerne mit einem Schlag nur, aber naja. Jetzt lauf zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war so klar. Die haben zu viel Lärm gemacht. Was schreit er da auch rüber, ne? Der Doug. Hey, hast du die Schlüssel? Wir versuchen die ganze Zeit leise zu sein, aber hey. Ja, komm. Ja, und jetzt ist das Gitter aber nicht mehr zu. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Jetzt können die da aber einfach durchlaufen. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Yay, wir haben es geschafft. Aber mit schon einem krassen Opfer. Also nur um da an die Medizin zu kommen, das, ne? Dafür hat er jetzt schon einiges getan, echt. Sollten die jetzt auch mal ein bisschen freundlicher zu ihm sein, finde ich. Ich meine, die hätten ja auch mal rauslaufen können. Nein. Oh, shit. We gotta hurry. Nein, 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 nein. Eine fucking Alarmanlage, ich glaub's nicht. Nein, jetzt kommen sie alle, ey. Die hören das alle. Scheiße. Was hab ich getan? Nein. Doc, come on, baby, time to go. I'm gonna get the truck pulled up round back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Doc into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Alright, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Miss. Stay away from the windows. Nein, oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Hey, Lee. If we don't make it through this, you should know that you're a great guy. Thanks, Doug. Doug, if we don't make it through this, you should know. Okay. I should know what? Huh? You said I should know. Shit! Nein. Are you sure? Shit! Oh, shit! Okay, then. Kibitai, can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Nein, komm, Clementine, finde was.
Komm. I found something. Ja, nimm das. Nein. 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 Oh Gott. Shit. Ja, mach was. Rette. Nein, komm, rette. Was soll ich denn machen? Jetzt rette jemanden. Ich kann nur ihn retten. Scheiße. Nein, das kann nicht wahr sein. Jetzt habe ich beide nicht gerettet. Nein. 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 Ja, genau. Das finde ich gut. Ich sterbe lieber und mach das nochmal. Oh, habt ihr das gesehen? Ich konnte ja gar nicht bei Carly irgendwas machen. Ich konnte nur bei Doug und ich wollte Carly helfen. Wie scheiße ist das? Ich will Carly helfen. Oh, jetzt kommt der Dreck hier nochmal. Und was mache ich, wenn das jetzt wieder nicht angezeigt wird bei Carly? Muss ich dann Doug retten? Das verscheiße, ich will ihr die Munition geben. Ja, kann man das nicht überspringen? Lalala. Hitzige Diskussion. Er will den Truck holen. Und er braucht die Axt. Du musst ihn rüberwerfen. Und bla bla, Leute. Bla bla. Ich will jetzt, dass das aber gleich klappt mit der Carly. Das wäre derbe Scheiße, weil dann muss ich ja da retten. Ich will nicht, dass Carly stirbt. Ganz ehrlich. Mag die gerne. Aber im Notfall mache ich das mit Doug, wenn bei ihm das, nur bei ihm das geht, ja? Ich finde dich klasse, Typ. Ja, danke, ne? So. Dass ich dich liebe, will sie ihm bestimmt sagen. Sie finden ihn toll, attraktiv, interessant, witzig, lustig, klug. So. Jeden beeil dich. Oh Mann, oh, ich... Ne, also, ne. Wenn das mit Carly gleich wieder nicht hinhaut, bin ich aber sauer. Achso, ja, vielleicht sollte ich das auch mal nehmen. Ja, jetzt aber, komm. Muss ich vielleicht eher an ihre Tasche gehen? Vielleicht sollte ich nicht zu ihr laufen, sondern mal auf ihre Tasche zielen, wegen Muni und so. Tasche? Ha, jetzt aber. Er schießt den, dann schnell den und jetzt den bei Doug. Oh Gott. Let's go! Okay, ich... Das war blöd von mir. Oh oh, Clementine. Lauf weg, Süße. Lauf. Was? 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 Wie bitte? Nein. Nein, hilf mir. I'm not letting somebody else get eaten today. Oh Gott, danke. Especially a good friend. Oh Gott sei Dank.
Charlotte, Atlanta, or Orlando may become necessary in order to ensure the safety of all citizens. It was so awesome. Meanwhile, inland, Atlanta has been downgraded temporarily to an 8, with attacks and rioting being reported in all precincts. Citizens are currently advised to stay in their homes or move towards the cities of Charlotte, Atlanta, or Orlando. Ja, hallo Leute und wir sind rausgekommen. Das war natürlich jetzt etwas blöd von mir mit der Kali, dass ich nicht auf ihre Tasche gezielt habe mit der Muni. I think I need to go. To Atlanta? Yeah, I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Ich glaube, es ist die falsche Entscheidung. Finde deine Freunde. Du musst tun, was du tun musst. You gotta do what you gotta do. And I gotta do this. I respect that. You guys be safe. We'll try. Ich will nicht, dass Glenn geht. Ich will das nicht, aber er muss ja auch selber entscheiden, was er will. Ist er sich selber auch nicht sicher? Doch, er ist sich sicher. Er will weg. Okay. Ist es normal, dass er wegfährt? Also, hätte ich ihn jetzt aufhalten können überhaupt? Mano, der hätte mal bei uns bleiben sollen. Hey, Kim. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kitty. You got it. Gehen jetzt etwa alle? Nein, es gehen nicht alle. Okay, ich höre Duck die ganze Zeit quatschen. Ah, jetzt muss ich eben niesen. Ja. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Ja. Du wirst okay sein, hat dich auch gemocht. Well, I'm sure he liked you too. You better have. Anyway... I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. Ich dachte, du brauchtest Hilfe. Ich wollte euch beiden helfen. I was gonna help you both. But you helped me first. Ja, das stimmt. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Ja. Me too, Carly. Aber es ist so. Es ist einfach so. Also, lieber einer als keiner, oder? Und vor allem, meine Begründung jetzt, sie zu wählen, war eigentlich auch, dass sie die Pistole hatte und gut schießen kann. Sie konnte mehrere Zombies auf einmal erschießen und er kann mich gerade mal. Der Arsch. Der wollte mich da liegen lassen. Hey, Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Es ist mein walkie-talkie. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad.
I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh, man, Clementine, another thing. No, Doc. What do you want? You like my daughter? She's fine. Fine, huh? Well, just fuck you, Lee Everett. That's right. I know who you are, and I know you're a killer. And you go near my daughter or step on a line once, and so will everyone else. Was hat denn, ey? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Nee, ist klar. Ich hab dir eigentlich nur den Arsch gerettet. Lee? Do you have a second? Können wir jetzt überhaupt noch mit ihr reden? My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy! I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fucked with us! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! Jo, Leute, das war's auch schon wieder mit der ersten Episode. Die Nerven liegen schnell blank bei diesem Spiel, finde ich. Vor allem bei den Entscheidungen, die man so treffen muss. Ich gucke mir das jetzt mal hier so an. Herschel angelogen. Du und 63% der Spieler die Wahrheit gesagt. Wen würdest du retten, Doug oder Sean? Ja, da bin ich ja eher so bei der Mehrheit, ne? Hälfte ist ja nicht okay. Kenne ich seit, was heißt okay? Jeder hat halt so seine Entscheidung. Egal wie die Balken sind, egal wie die Statistik eigentlich ist. Jeder hat ja so seine Gründe, jeder denkt individuell und dementsprechend entscheidet jeder auch individuell, was ihm wichtig ist, ne? Und Gnade, Irene, die Waffe gegeben. Irene? Wer ist denn Irene? Du und 55% der Spieler die Waffe nicht genommen. Wen würdest du... Ach so, das war das, die Frau. Aha. Ja, wahrscheinlich haben alle erstmal so ein bisschen erstmal, was soll ich machen? Erstmal innehalten. Wen würdest du retten, Doug oder Carly? Und 76% haben Carly gewählt. Ja, sieh mal einer an. Also die wenigsten haben Doug genommen. Wer weiß, ob es aus denselben Gründen ist wie bei mir
mit der Pistole, so als Hintergedanken und so. Weil er hat ja die Tür gehalten und sie hatte aber die Wumme. Naja, oder einfach, weil sie sympathisch ist, weil sie ihn auch schon angesprochen hat, weil sie eine Frau ist, wer weiß. Okay, ja, das war's erstmal mit der ersten Episode von The Walking Dead, ein neuer Tag. Und wir kommen dann beim nächsten Mal zur zweiten Episode. Ich freue mich darauf, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.